Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Olympic Games Special. Ich bin immer noch euer Mr. Venom 1974. Ihr seht, Chamonix ging's los, St. Moritz, Lake Placid, Garmisch-Partenkirchen, nochmal St. Moritz, Oslo, Cortina, Squaw Valley, Innsbruck, Grenoble, Sapporo, Innsbruck, Lake Placid, Sarajevo, genau, das hatten wir. Calgary hatten wir auch und jetzt sind wir... Ach, Albertville gab's kein Game zu. Okay. Hm, sorry, tut mir leid. Egal, wir fahren nach Lillehammer. Ihr seht, das sind die Events, die wir haben. Und die werden wir jetzt auch einfach mal durchgehen. Genau, das ist es. Die 17. Winterspiele. Diesmal in Lillehammer. So, wir sprechen Deutsch. Wir machen wieder Training. Ihr seht, das ist von den gleichen Leuten, die auch Barcelona gemacht haben. Was ganz putzig ist, ist auch wieder so eine Art dorfmäßiges Fang. Vorne an. Das sieht mir sehr nach Abfahrt aus. Das ist Abfahrt. In Gjetgjel. Entschuldigung, für die Leute, die da wohnen. So. Ja. Okay, die Steuerung geht, die Streckenführung ist nur seltsam. So, komm. Boah. Wer auch immer diese Strecke gemacht hat, der mag mich nicht. Oder hat dieser charmante Abfahrtsläufer noch ordentlich gefeiert? Don't drink and ski, sag ich nur. Ist nicht gut. Na, jetzt geht's aber. Naja, ist aber spielbar. Und man sollte nur die Strecke kennen. Das ist, glaube ich, angebracht. Na, komm. Kommen Sie, Mr. Higgins. So nicht. Hier nochmal, ne? Ich habe das Tor doch gar nicht mitgenommen. Achso, bin ich dann auch sofort raus. Wurde auch gleich rot. Naja, gut, das... Hallo? Ja, das machen wir dann nochmal. Also, wir hat hier mal unten ankommen, möchte ich aber schon. Aber es ist schön auch mit olympischen Daten. So. Boah. Ja, das ist schön. Das war jetzt mal richtig gut gefahren. So. Wir fahren jetzt auf Nummer sicher. Wie man das halt so bei der Abfahrt macht. Ja, dreh dich. Ja, da ist nur ein Baum. Ja, großartig. Ja, das habe ich gesehen, dass das falsch war. Also das ist, muss man ganz klar so sagen, es ist nicht das Problem der Steuerung. Ne? Das ist auch nicht daran, dass, ja, schon disqualifiziert beim ersten Tor. Dass das Ding wahnsinnig bockschwer ist, sondern es ist einfach, dass die Streckenführung sehr interessant ist. Nämlich so irgendwie gar nicht nachvollziehbar. Es wäre wahrscheinlich sinnvoller, wenn man wahrscheinlich einen größeren Streckenabschnitt sehen könnte. Egal, jetzt bin ich sowieso disqualifiziert, jetzt will ich mal nur unten ankommen. Denn runter kommen sie ja alle. Auch bei der Abfahrt. So, aber das... ist etwas, das muss man wahrscheinlich schon auswendig lernen. Ja, und das ist immer so, das, wo ich sagen kann, da verstehe ich auch die Leute, dass die sagen, ja, die Zeit dieser Multisport-Titel ist vorbei, weil das nervt. Das nervt, weil man muss nicht irgendwas auswendig lernen. Weil es sollte ja auch ein bisschen Spaß machen. Man zockt die Sachen ja meistens auch im Team und da gibt es ja nicht Leute, die, weiß ich nicht, erstmal 10 Stunden, bevor man sich dann irgendwo trifft auf der Couch, was das Wort ist, dieses Game auswendig lernen. Das ist nicht unbedingt wahnsinnig ergiebig.
war das auch. So. Ist aber auch eine super Abfahrt. Wollen Sie nicht irgendwo mal das Ziel? Ja, ist das Ziel. Na gut. Das haben wir jedenfalls erreicht. Wir sind zwar disqualifiziert, genau, heul einmal. Aber das ist okay. So. Dann ist das Slalom. Ach, Super-G. Ja, der wird ja wahrscheinlich genauso steuerbar sein. Ja, außer dass es da wahrscheinlich mehr Tore gibt. Und die Musik nerviger ist. Ja, genau, schon wieder raus. Naja, gut, das können wir uns knicken, weil das kennen wir. Das ist ja genauso wie die Abfahrt. Okay. So. Dann gehen wir mal hier hin. Das sieht mir nach Bobfahren aus. So, gib mal das. Ja, ja. So. Ich bleib mal einfach in der Mitte. Das ist eine Riesenbobbahn. Ist das denn die Autofahrer-Edition? So, Autobahn lässt grüßen. ADAC-Bobfahren oder so? Na klar, ich muss mich da in die Bande hauen. Die ist nur viel zu kurz. Boah. Bin disqualifiziert. Bin ich da jetzt umgefallen oder was? Gib mal ein bisschen Gas. So, komm, ab. Wenn ich jetzt hier einfach in der Mitte bleibe. Ja, wer bremst da? Ist das denn gut bei diesem komischen Streckenverlauf? Geil, der bremst da total ab. Könnte mich ja fast einer überholen. Ich verstehe das aber auch nicht ganz ehrlich mit dieser Streckenführung. Die finde ich ein bisschen seltsam, wenn ich mal ehrlich bin. Das ist, glaube ich, auch kein Game, was man wahrscheinlich in der Sammlung haben muss. Bevor ihr es wissen wollt, ja, ich hab's. Ich werde übrigens auch vielleicht mal lustigerweise hier... vielleicht mache ich das mit einem Trailer, mal gucken. Das weiß ich noch nicht. Meine Olympic Games Kollektion dann auch mal zeigen. Habe ich, glaube ich, mal ein Video gehabt. Werde ich wahrscheinlich auch noch mal hier rein verlinken. Ja. Auf jeden Fall mal das Ziel gesehen. Naja. Das war's nicht. Ja, Rodeln ist klar. Ist wahrscheinlich, ja, wird schon die gleiche Strecke. Nur eben rodeltechnisch. Da gab es aber auch kein Skelett, ne? Glaube ich. Das gab es zu der Zeit noch nicht. Jetzt hätten sie das ja einfach genau machen müssen, einfach wieder den Fritzen umdrehen und läuft. Aber egal, gut. Machen wir das mal eben. Das ist ja jetzt nicht so spannend. Aber das muss irgendwie schneller gehen. Also hier nochmal der Aufruf, ne? Wer an der Challenge teilnehmen will, gerne. Gerne. Also das ist sicherlich hier auch ein Wettbewerb, den könnt ihr mal eben kurz, da könnt ihr mich total nass machen. Oder, um den Witz zu machen, hier passend zum Wetter, einseifen. Nicht vergessen, mit Einäschern, das ist was anderes. Denn das kommt von der Esche oder der Buche. Ja, das sind schlechte Witze. Und dafür ist der Wald gestorben, richtig. Stellen Sie jetzt noch mal ein ganz teures, handpatentiertes von Kinderhänden aus Korea zusammengestelltes Witzbuch. So, bin ich jetzt langsam da? Boah, ist okay, ne, aber mal ganz ernsthaft, das ist nicht so spannend. Da muss man sicherlich irgendwie mehr auf Risiko gehen. Aber immerhin kommen wir an. So, was haben wir hier? Riesenslalom.
gleiche Steuerung, ne? Andere Musik. Ja komm, das machen wir nochmal. Also das war ja nix. Also kann man doch einfädeln. Ja, wie willst du das denn? Komm, das sparen wir uns. Und dann ist das wahrscheinlich Slalom, genau. Das geht jetzt wahrscheinlich noch schlimmer. Ja, das kannst du gleich vergessen. Das kriege ich ja nun gar nicht hin. Gut. Buckelpiste. Player 1, ja, genau. Es gibt auch nur einen. Ach, das ist dann wahrscheinlich so ein... So. Okay, Tom Higgins hat sich schon gleich wieder auf den Bart gelegt. Was ist denn, wenn Tom Higgins... Nein, ein Player. Das mit dem Hahn finde ich ja immer ganz putzig. Was ist denn, wenn wir uns einfach... Ich finde das großartig, dass man nach einer Aktion sofort auf die Fresse fliegt. Das ist sehr motivierend, überhaupt was auszuprobieren. Ich mach mal gar nichts. Ich fahr mal einfach so durch. Wie soll der Computerplayer sich doch auf den Bart legen? Ist mir jetzt egal. Ich mache jetzt hier so einen Safe Run. Passt auch die Musik zu. Passt eher zum Surfen als zum Skien, aber das weiß ich auch schon. Vielleicht ist es in Lillehammer alles anders. So, ist meine Strecke länger? Jawohl, wir sind im Ziel. Ja, immerhin. So, das ist wahrscheinlich Skispringen, ne? So. Die springen schon mit V, ne? Yes! Naja gut, das kann der Norweger, ne? Skispringen. Ist egal. Steht da natürlich nicht, was das für eine Schanze ist. Weiß nicht, gibt es bei Olympischen Spielen? Ich glaube, da gibt es noch, ne? Unterschied zwischen 90 und... So, komm, na, ziehen wir das V ein bisschen länger. Das war gar nichts. Aber auf jeden Fall ist das eine Disziplin, die kriege ich jedenfalls hin. Komm, dann machen wir nochmal. Dann ist dann wahrscheinlich Blake als nächstes Biathlon. So. Halten, 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 halten. Und umfallen, das war gar nichts. So, Biathlon. So ist das die. Achso, der zeigt mir den Rhythmus an. Okay. Das ist jetzt nicht ganz so schwierig, das nachzumachen. Finde ich lustig, dass da mehrere Leute auf der Strecke sind. Das finde ich einfach so relativ lustig animiert. So. Okay, 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 okay. Wo ist das Ding? Aua. Komm. Boah, auch daneben. So, Treffer. Treffer. Muss ich dann eine Strafrunde machen oder kriege ich das als Score drauf? Gott. Machen wir einfach weiter. Ich weiß gar nicht, wie oft wir schießen müssen, aber das werde ich gleich sehen. So. Oh, es schneit. Das ist doch mal ganz lustig. So. Okay. So. So, was geht wieder? Dann nehmen wir ein paar Scheiben. Na, mal gucken. Weil dann kann ich das
Skifahren schon, wenn es gleich Nordisch oder sowas gibt. Ja, das wäre ganz putzig. Hier wäre übrigens auch wieder lustig, ne? Also das verstehe ich nicht, wenn man Langlauf hat. Und im Prinzip ist es ja bei Biathlon ja auch dabei. Und Skispringen. Warum kriegen die keine nordische Kombination hin, ne? Ist ja nicht so schwer. So. Schön. Versenkt. Versenkt. Na? Komm, 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 komm. Ah, daneben. Ah, mein Gott. Ungeduld. Aber hier kann man sich einarbeiten. Das könnte was werden. Ich weiß auch nicht, wofür der hier die Bestzeit irgendwie macht. Wahrscheinlich das letzte Schießen. Wo bin ich denn? So hoch? Hallo? Man kann so tierisch weit hin. So, die Zuschauer mal langsam Angst haben, was ich hier mache. Boah. Boah, was ist denn jetzt hier los? Hat der unterwegs was getrunken, oder? Der war gerade im Wald und ist irgendwo beim Kiosk abgebogen, oder was? Und also spiele ich jetzt sehr deutsch, ne? Schießen kann ich nicht, aber ich kann laufen wie ein Gott. Ist ja immerhin etwas. So, komm, weiter. So, haben wir. Och, das geht ja eigentlich. Das ist ja kaum eine Zeitstrafe. So, Finale. Kurzbahn, also Short Track. Da ist er. Das ist mir schon klar. Hallo, ich muss doch... Ja, natürlich bin ich da disqualifiziert, das ist mir schon klar. Aber wieso kriege ich denn keine Geschwindigkeit? Egal, wir wollten auf jeden Fall Short Track haben. Da ist der klassische Short Track. Ja, letzte Runde, ne? So, das machen wir nochmal. Muss doch eigentlich nur wissen, wie man Gas macht. Oder wie man ein bisschen Geschwindigkeit kriegt. Ich warte darauf, dass sich alle disqualifizieren. Dafür kriege ich schon Bronze. Ich mache jetzt hier voll die Safe-Runde. Ich malträtiere alles, was nicht bis 10 auf dem Baum ist, aber ich werde nicht schneller. Richtig ärgerlich. Egal. Wir haben Bronze. So, das war's. Das war Lillehammer 84. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Und ja, seid mal gespannt, was morgen kommt. Da habe ich noch was für euch. Bleibt einfach dran. Hier in der Playlist geht's weiter. Und auf dem Kanal steht's. Wir sehen uns. Ciao.